Dreifacher Rittberger. Meine Lieben, es wird geben einen Avocado-Gurkensalat mit Lachs. Komm. Und ich bin mitten im Geschehen. Ja. Die besten Feierabend-Blitzrezepte Express, die es je gab. Eine frische Gurke, Bioqualität, gewaschen, mit Schale in ein Tuch reiben, dann einklappen, ja, und das Tuch über einem Waschbecken ausdrücken. So, Gurke oder Gurken bestehen aus, ja, ich glaube, um die 90% aus Wasser. Deswegen werden die schön ausgedrückt, weil das Wasser brauchen wir nicht. So, wie das mit dem Salat, funktioniert, mein Gott, zeige ich euch gleich. Der Lachs ist jetzt wichtig. So, da ist er. Was für ein schönes Lachsteil. Ja? Sushi-Qualität. Und ich habe da hier ein gutes Salz. Ja? In love. Meersalz mit Vanille. Sehr fein. Und das nehmt ihr und packt das. Ich mache das mal so, dann sieht man das gut. Und packt diesen Lachs und wendet den, zumindest auf einer Seite, in schwarzem Sesam. Ja? Dann schaut es so aus. Und den Lachs dann schön vorsichtig. Ich mache das langsam, sonst schimpft mich der Bernd. Ja? Kameramann. Auf geht's. Auf geht's. So, schön reindrücken, schwarzer Sesam. Toll. Und jetzt gemütlich hier rein. Alright. Oben drauf auch noch ein bisschen Salz. Und das war's. Ihr müsst einen Fisch gar nicht großartig anders würzen. Ja, Salz ist so das elementare Gewürz. Ohne Salz geht gar nichts. Natürlich nicht zu viel. Ist ja auch ungesund. So, jetzt eine Avocado. Nee, also ich bin jetzt nicht derjenige, der pausenlos Avocado zubereiten muss. Oh, Mist. Warte mal. Das ist Pech. Pass auf. Wenn die jetzt auch noch schwarz ist, dann kriege ich eine dritte. Achtung. Oh, ja, okay, die geht. Dann, ich mache das so. Zack, hier einmal einschneiden. Und jetzt kann man die hier so vorsichtig abziehen. Ah, das klappt eigentlich ganz gut. So, einmal. Und zweimal. Also nochmal ganz kurz. Ein Avocadosalat mit Gurke und etwas Wasabi. Okay. Mit meinem Laserschwert kleinschneiden. So. Dann kommen zu den Avocado gleich nochmal dazu. Ein paar Chili. Zu den Chili Koriander. Ja, und wenn ihr jetzt bei mir im Restaurant wärt oder in der Kochschule und sagen würdet, ich mag aber kein Koriander, dann würde ich sagen, mir egal, für das Gericht, für das Gericht ist ein Koriander ein Muss. So, Wasabi. Ich gebe das mal auf den Löffel drauf, dann seht ihr das. Also diese grüne Wasabi-Geschichte. So, zu dem Wasabi kommt etwas Mango-Chutney. Süß-sauer aus Mango. Kann man überall kaufen. So, dann ein Schlückchen Essig. Das ist elementar. Säure und Süße gehören zusammen. Und eine Prise Salz noch dazu. Und das war's eigentlich. Und jetzt den Wasabi mit dem Mango-Chutney so ein bisschen aufrühren. Okay. Das allein ist schon sehr geil. Wirklich. Großes Indianer-Ehrenwort. Dann kommen die Avocado rein, die Chili rein. Der Koriander und die Gurke. So, und somit habt ihr rucki zucki einen sensationellen Salat. Ihr müsst mir das glauben. Also Ehrenwort. Ich habe noch nie gelogen. Ich schwör. Hier wird nicht gelacht. So, das Anrichten. Schau mal, ich habe mal so einen Anrichtering genommen. Und jetzt kommt dieser Gurkensalat mit Avocado und Wasabi schön in den Ring. Macht euch die Mühe zu Hause. Wirklich. Das lohnt sich. Das geht schnell und es schaut wirklich toll aus. Ein bisschen Zeit lassen, schön ordentlich mit einem Löffel reindrücken. Und jetzt, Achtung, pass auf, ich drücke hier drauf und ziehe den Ring hoch. Und somit ist das alles schön ordentlich. Komm. Zum Lachs hier. Einmal wenden, nochmal wenden, ausschalten und fertig. Ja? Mehr braucht man nicht. Ich mache das einmal so. Ja, machen wir auch so. Und einmal auf die andere Seite. So, oben drauf.
ein bisschen Butter. Boah, geil. Und jetzt im Prinzip bin ich fertig. Aber vielleicht eine Kleinigkeit noch. Etwas Creme Fraiche. Es soll ja ein rundes, schönes Gericht werden. Und zu der Creme Fraiche Kurkuma, also Gelbwurz und vielleicht ein Schlückchen Essig. So. Und fertig ist ein ruckzuck saumäßig genialer Dip. Ja, Kurkuma schmeckt natürlich auch toll, ist farbgebend wie Sau. Und jetzt, Bernd, jo. Bernd, jo. Bist du bereit? Jo. Hier, Achtung, Fokus, 3, 2, 1. So, und das kommt noch oben drauf. Und last but not least, Hänsels schwarzer Pfeffer. Okay, fertig? Jo. Jo, komm, feier das mal. Nice, super. Das ist echt lecker. Ja. Feierabend Blitzrezepte Express. Meine Lieben, bitte kommentieren, schreibt was dazu. Wir geben uns hier so viel Mühe. Vielleicht habt ihr mal eine gute Idee oder einen Wunsch. Dann erfülle ich den gern. Wichtig ist, dass es euch schmeckt und dass ihr Spaß habt. Gute Zeit.